In Folge 95 begrüße ich euch, meine liebsten Zuschauer, zurück hier in unserem Abenteuer bei Dragon Quest XI. Sugisarishi Tokyo, Motomete. Wir sind in der letzten Folge angekommen hier im nördlich gelegenen Schneekönigreich Kraemoran, das ja in der Kralle einer fiesen Krankheit ist. Die sogenannte Goldkrankheit verbreitet Angst und Schrecken. Und wir mussten mit ansehen, wie eine arme alte Frau vor den Schlosstoren zu einer Goldstatue wurde. Traurig aber wahr. Allerdings haben wir im Anschluss priesterlichen Beistand gekriegt und der hat uns dann auch etwas verraten über unseren Freund Kamyu, der angeblich als Kind mit seiner kleinen Schwester von den Wikingern aufgenommen wurde und dort eine schwere Kindheit verbracht haben soll, ja? Und dann ist seine kleine Schwester anscheinend gestorben und er ist verschwunden. So viel dazu. Als Kamyu diese Geschichte gehört hat, ist er plötzlich abgehauen. Jetzt wissen wir nicht, wo er ist, aber so gute Freunde wie wir sind, machen wir uns auf die Suche nach ihm und hoffen, dass wir ihn bald hier auch finden. So, mal gucken. Ich gehe erstmal wieder rein. Die Festung fragt mal, hast du mal Kamyu hier gesehen vielleicht zufälligerweise? Du sagst hier, oh, hier ist die befestigte Burgstadt des Königreichs Kraemoran. Das ist ein total friedliches und sehr zivilisiertes, schönes Schneehauptstädtchen. Ja, das interessiert mich nicht. Wo ist mein Freund? Aber wegen der Goldkrankheit ist es hier derzeit gefährlich. Ihr, meine lieben Reisenden, die sich hierhin verirrt haben solltet, ich muss euch warnen. Ja? Es ist sehr gefährlich. Ihr könnt euch ja mal angucken, was hier ist, aber trotzdem, ja? Nee, ich will wissen, wo mein Kumpel ist. Weißt du das hier? Wo ist Kamyu? Oh, ob dein Kollege wohl in Ordnung ist? Ob alles problemlos ist? Ich habe gesehen, dass er in den Norden gegangen ist, zum Hintertürchen, zum hinteren Tor. Er hat so ein verzerrtes und so ein leidvolles Gesicht gezogen. Oh. Okay, gut. Hier vorne wäre das, glaube ich, ne? Wir schauen einfach mal. Ja, guck mal, da sehen wir noch schon was. Ist er hier auch zu sehen? Der schippt hier noch ein bisschen Schnee. Du solltest eigentlich in einer Hütte sein. Hier ist es gefährlich. Wurde doch hier gesagt. Jedenfalls sagt er... Ja, ich weiß, was mit der Goldkrankheit auf sich hat. Es ist gefährlich. Ja. Aber der Schnee, der sich hier einfach so aufstapelt, ist Schnee. Es schneit hier die ganze Zeit. Und es sind hier Berge von Schnee überall. Ich kann nur nicht abwarten. Ich muss doch was tun. Ja, deshalb, ich mache jetzt hier mal ganz spontan, schippe ich hier mal ein bisschen Schnee. Ja. Und, ja, ach, du suchst deinen Kollegen. Ich glaube, der ist dort durch die hintere Tür mit einem ganz leidvollen Gesicht abgehauen und weggezogen, ja. Dort jenseits der Tür ist ein Plateau, von dem man aus über das Meer blicken kann. Mehr als das ist dort nicht. Was macht der dort nun? Ich hoffe nicht, dass er da sich das Leben nimmt, dass er da runterspringt in die eisigen Fluten. Das wäre ganz dramatisch. Deshalb mache ich mal ganz schön auf. Kamyu! Wo bist du? Sind wir eigentlich genau dort? Achso, okay. Wo wir angefangen haben. Ein paar Meter entfernt von der Göttinstatue. Na gut, dann gehen wir halt nochmal den Umweg hier hoch. Und sehen, aha. Da ist er. Und wir wollen ihn auch gleich mal ansprechen. Kamyu, was liegt dir auf der Seele? Schütte uns dein Herz aus. Ah, Kurando. Entschuldige bitte, dass ich so plötzlich einfach abgehauen bin. Aber du musst wissen... Was passiert da nur? Das kann nicht wahr sein. Kurando. Ein Schiff nähert sich der Bucht, dem Hafen. Hast du es gesehen? Und ich glaube, der Geschrei von ihm, das kommt nicht von ungefähr. Da muss irgendwas los sein. Bitte überlasst mir Kamyu. Ich kümmere mich um ihn. Kurando und die anderen, bitte geh zum Hafen.
Diese Welt wird komplett in Gold gehüllt. Unser großer General, einer der sechs Feldherrkönige, ist kein gewisserer als der goldene Dämonengeneral Kida Gold. So, meine Mannen, es ist Zeit für die Arbeit. Egal ob Edelsteine, Juwelen oder zu Gold gewordene Menschen, alle Schätze dieser Stadt gehören ganz allein uns. Oha. Jetzt aber nichts wie los. Auf in die Stadt. Wir müssen diesen Überfall unbedingt so schnell es geht unterbinden. Sprich, die Klinge haben wir schon auf dem Rücken. Wir werden sie gleich nutzen. Ah, so, nehmt euch alle zusammen. Mobilisiert eure Kräfte und schafft sie raus. Unser Meister Kira Gordo wartet schon auf uns. Oh nein, die Monster wollen die zu Gold gewordenen Menschen mitnehmen. Kann es etwa sein, dass sie die Goldkrankheit zu verschulden haben? Was seid ihr für Gesellen und was habt ihr vor? Kann es sein, dass ihr... Habt ihr vor, unseren Boss, den großen goldenen Feldherren Kira Gordo, zu betrügen? Wir wissen zwar nicht, wer ihr seid und wer euer Hauptmann ist, aber ihr könnt nicht einfach hier in die Stadt eindringen und euren Raubzug hier einfach so durchführen. Es bringt uns nichts, Leute mitzunehmen, die nicht zu Gold geworden sind. Aber all diejenigen, die unserer Schatzsuche im Auftrag unseres Herrn Kira Gordo-sama dazwischenfunken, denen ist nicht zu verzeihen. Also, Jungs, macht sie fertig. Yes, sir, los geht's. Okay. So, und da sind... Ist die Goldene Legion ist erschienen. Und das macht Martina richtig rasend vor Wut. Renkei! Wie wär's denn hiermit? Seishonich Peji. Ah, das ist, da können wir sie um den Finger wickeln mit. Ich glaube, dann wollen wir aber lieber mit Gewalt hier voranreden. Wobei, das würde nur einen attackieren. Egal, komm. Feuerschaden auf den Hauptmann in der Mitte. Haben wir ihn zu Fall gebracht. Und wir hauen mal los mit unserem Giga Blink! Jawohl, Hero. Sehr gut. Renke, Gurando, Nebula! Jawohl. Die legendäre Technik von Großvater und Neffe. Oh, wow, das hat gesessen. Aber noch geben sich die Gegner nicht geschlagen. Es kommt uns aber zugute, denn wir wollen richtig schönen Kampf haben. Kabuto Wadi. So, Schädel spalten. Jetzt nehmen wir uns ihn hier vor. Seishin-Zenegiri zieht richtig schön viel ab. Und Ro, du machst einfach mal ein Dogma auf den verbleibenden goldenen Ritter. Er rafft sich auf, schlägt zu und wird nun leider sterben müssen. Ich glaube, da können wir einfach raufkloppen. Zu Kurt beschwört er nochmal. Der kann seine Rüstung stärken, wie er will.
Letztendlich gehört der Sieg ganz allein uns, liebe Leute. Und damit haben wir die Goldene Legion besiegt. 2946 Erfahrungspunkte und 922 Gold. Eigentlich nur so wenig Gold? Die war noch aus purem Gold, die Rüstung. Da müssen wir noch ein bisschen mehr auf unser Konto scheffeln können. Aber nein, dafür kriegen wir noch einen Levelanstieg von Martina. Das ist ganz fein. Und von Chidbia, der sogar einen neuen Zauber lernt. Na, sieh mal an. Der kann ins Liebeheim beschwören. Und ja, damit ist die erste Lade an Goldkriegern besiegt. Waren das schon alle? Schwer zu glauben, ne? Oh nein, die alte Frau wird mitgenommen. Verdammter Mist. Während wir im Kampf verwickelt waren, haben die anderen die Chance, die Gunst der Stunde genutzt und sind mit der Frau abgehauen. Wir müssen sie verfolgen, Kurano. Kurano, sieh nur dort. Oh, Kamulein! Nein, 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 warum ist der nur dort bei Ihnen auf dem Schiff? Ich weiß es nicht, aber es ist jetzt nicht die Zeit, um uns diesen Grund, um über den Grund uns Gedanken zu machen. Wir müssen sie aufhalten. Doch wir sind zu langsam und so segeln sie von dann mitsamt der vergoldeten Bürger auf dem Deck. Und Martina sagt, ah, wir haben es nicht geschafft. Nein, sie haben Kamio mitgenommen, das können wir doch nicht zulassen. Oh, da müssen wir ihn natürlich so schnell es geht wieder zurückholen. Ich denke, der Priester sollte hier irgendwo in der Nähe sein. Wir sollten ihn finden und fragen, was passiert ist. Okay, dann machen wir uns mal auf und schauen, wo wir den Herren denn haben. So, werfen wir einen Blick nach rechts und links, nach links und rechts. Hast du vielleicht was gesehen? Ganz plötzlich kamen goldene Monster in unsere Festungsstadt rein und haben alle angegriffen. Dank euch wurden wir aber gerettet. Aber es scheint noch eine geflüchtete Person auf dem großen Plateau mit Blick aufs Meer zu stehen. Ich hoffe, er ist in Ordnung. Ich mache mir Gedanken um ihn. Dann wissen wir, um wen es sich dort wahrscheinlich handelt. Das wird der Pfaffe sein. Und darum gucken wir einfach mal nach und fragen ihn, was er denn gesehen hat. Ob er Augenzeuge des Spektakels war. Ach, nicht nur er, es sind sogar mehrere. So, was ist denn hier passiert? Oh, Kurando, es tut mir leid. Ich weiß, ich hab kurz meine Deckung fallen gelassen und die haben die Gunst der Stunde genutzt, ja? Die Monster haben Kamio geraubt, entführt, gekidnappt. Was erzählst du nur, Herr Pfarrer? Sie wurden noch angegriffen von diesen niederträchtigen Monstern, ja? Was hätten sie denn tun sollen? Ist doch gut, dass sie ihr Leben gerettet haben. Und ja, sie haben uns geschützt. Wir haben uns Gedanken gemacht um den Priester, dass er hier außerhalb der Stadt gewesen ist. Wir sind hergegangen und haben gesehen, dass er Gott sei Dank in Ordnung ist. Verdammter Mist! Sie haben einfach alle Menschen, die zu Gold geworden sind, einfach alle mitgenommen! Sie müssen so gierig nach Gold sein! Es geht nur um Gold bei denen! Die wollen unsere Leben teuer verkaufen! Das ist doch furchtbar, oder? Das scheint, dass sie unseren Wert angesehen haben, wenn wir zu Gold geworden sind. Und dann verkaufen sie uns. Oh, so ein Mist. Aber Kamio hat doch nichts Wertvolles bei sich gehabt. Und er war auch nicht erkrankt an der Goldkrankheit. Nichtsdestotrotz wussten sie scheinbar die Monster genau, wer Kamio war. Und deshalb haben sie ihn einfach mitgenommen. Übrigens, die Monster, wie sie geredet haben, ihr Verhalten und ihre Gestik, Mimik. Ich denke, ihre wahre Gestalt zu wissen. Oh, ich glaube, ich weiß auch, worüber sie reden. Und ich denke, sie
verfolgen den gleichen Gedankengang wie ich auch. Oh, ja, wenn Sie das so sagen. Aber wie kann das denn nur wahr sein? Die Monster, die es auf Gold hier abgesehen haben, ihrer Bewegung, ihrem Verhalten zufolge, kann ich mich erinnern, sie schon mal gesehen zu haben. Ja. Sie erinnern mich und ähneln sehr stark den Wikingern, die immer wieder hier anlegen und hier in der Nähe ihre Basis haben. Zudem wissen sie, wer Kamio ist. Und ihre Basis war einstmals direkt in der Nähe von diesem Hafen gelegen, in einer Höhle. Wenn man dorthin geht, könnte man vielleicht etwas in Erfahrung bringen, vielleicht? Über unseren verschwundenen Kameraden? Ich frag nur mal, was er hier zu sagen hat. Er will irgendwie noch was, irgendwas will er noch loswerden. Ja, der Fall ist das gleiche. Dem Verhalten und so zufolge sind es die Wikinger, bla bla bla. Okay, gut. Soll er ruhig quatschen, wie man will. Ich will jetzt meinen Kumpanen Kamio befreien. Aus den Händen der Goldenen Legion. Ihn entreißen und zurück in unser Team holen. Denn wir erinnern uns gut zurück. Kamio war immer ein getreuer Gefolgsmann von uns, der mit seiner kleinen Dolchwaffe uns sehr gute Dienste geleistet hat. Den wollen wir sofort wieder zurückhaben. Deshalb sprechen wir gleich mal Addis an und hoffen, dass er uns zu unserem Schiff bringen kann. Möchtest du zu deinem Schiff, um aufzubrechen? Ja. So, dann stopfen wir mal an Bord und lassen hier laden. Und währenddessen kann ich mal ganz kurz was offenbaren. Ich habe mir kürzlich in Japan die offizielle Komplettlösung des Spiels geholt. Und das ist, ihr könnt ihr euch vorstellen, das ist ein riesen Apparat. So ein riesengroßes Buch. Ich möchte das mal vorstellen. Ich glaube, ich mache ein Zusatzvideo. Nehme ich die Tage auf, Zusatzvideo, da zeige ich euch das mal. Natürlich spoiler-free. Zeige ich euch diesen großen Almanach. Das ist ja wirklich, das ist dicker als die Bibel, das Teil. Unfassbar. Unfassbar cool vor allem. So, viel dazu. Jetzt wollen wir aber mal hier zur Wikingerbasis. Die ist nämlich hier gelegen in diesem kleinen Vorsprung, in diesem Fjord, in einer Höhle. Und ich denke, wir werden dem Ursprung des Bösens hier noch ein wenig näher kommen. Und ich freue mich schon, jetzt hier den Blick in die Wikingerbasis zu werfen. So, da steht Gebiet Kremon an. Nichts von Wikingerbasis? Was soll das denn bedeuten? Wikingerbasis steht dafür oben. Oben links. So, wir werfen einfach was kaputt und sagen mal, hier kleine Medaille, die gehört mir. Haha, schön! So, Dille. Hier ist es natürlich auch bitterkalt. Eisige Zapfen hängen hier. Vom Gebälk der Höhle. Wir wollen aber nochmal ein bisschen, zack, Dinger hier öffnen und gucken, ob wir hier reinkommen. Denn das sieht ja irgendwie verschlossen aus. Oha. Kamio. Leute, wir trinken erstmal hin drauf, ja? Also, alles vorbereitet für unsere große Sauftour hier. Wir haben so viele Schätze eingeheimst, da wird sich unser Meister Kira Gordo sehr freuen drüber. Ja, ist so, ist so. Oh, unser Herr Kidagold wird sich freuen, er ist sehr glücklich, denn wir haben ihn hier einfangen können. Wenn wir ihn hier abliefern. Oh. Das lassen wir nicht zu. Wollen wir die Tür öffnen, um Kamio zu retten? Natürlich. Das ist das Erste, was wir machen wollen. Nö? Was? Warum? Wie seid ihr hergekommen? Moment mal, wartet mal kurz. Kann es sein, dass du zufälligerweise der legendäre Held Kodando bist?
Heißer! Jetzt, wo du sagst, ich habe sein Bild schon mal auf einem Steckbrief gesehen. Das ist gleich einem eine wie dem anderen, ja? Sehr genau so uns. Zweifelsfrei, das ist Kulando. Heißer! Das sind so die Wikinger-Rufe hier, ne? Unser Herr Kidagord in seinem Goldschloss müssen wir sofort Botschaft erteilen, dass der Held hier ist. Oh, nein. Den hätten wir mal aufhalten sollen. Der verpetzt uns doch. Oh, Kurando, du bist ganz schön bekannt, ja? Man kennt dich ja hier. Richtige Celebrity. Ist ja ein bisschen eifersüchtig hier schon, ne? Jetzt hör auf, so Mist zu erzählen. Wir müssen schnell Kamio retten. Bringt uns nicht zum Lachen. Ihr werdet schon sehen, ja? Wenn ihr euch unserem König entgegenstellt, unserem Monsterkönig dann, dem dunklen Fürst, dem dunklen Lord, dann werdet ihr sofort zur Schnecke gemacht. Ihr habt keine Chance, ihr seid Verlierer. So, bringt mir ihren Kopf. Und dann werde ich mir den einen der leeren Plätze von den sechs großen Monstergenerälen schnappen. Wäre das nicht super? Dann kriegen wir die größten Schätze überhaupt, wenn wir erstmal so weit auf der Karriereleiter aufgestiegen sind. Also, bereitet euch vor, macht sie fertig. Ja, so, die goldenen Wikinger wollen es wieder wissen und jetzt sind es ein paar mehr. Das wird ein heißer Kampf, denke ich mal, werden. Den können wir doch gleich mal mit einer Hip-Attack starten. Oh, ja, das gefällt dir, ne? So, und jetzt holen wir uns den lieben Herrn Hauptmann mit einem mächtig starken Angriff. Roh wird auf die Gesellen hier Hyadalko beschwören. Und dann den ersten Angriff hier einstecken. Die Masse macht's jetzt, ne? Die Gegnermasse macht's. Aber wenn wir gut hier aushalten, dann schaffen wir das auch. Soten Masan vielleicht der? Ne, wir können auch eine Gruppe angreifen. Dann machen wir das. Jawohl! So. Zack! Kritischer Treffer. Ich wage es, ihn zu töten, ohne mich zu heilen. Ich werde natürlich jetzt noch ein paar Treffer einstecken müssen. Oder auch vielleicht nur einen? Bleibst dabei? Nee, da kommt noch einer. Das überleben wir aber. Und jetzt fragen wir doch einfach mal unseren Freund Roh, ob er mal nachheilen kann. Damit hätten wir's. So, und euch klopfe ich mir jetzt auch nochmal vor. Zack, niedergemäht. Und Martina kümmert sich hier um den nächsten. Und wir beenden hier das Streben und Treiben dieser Viecher. Wir können ja mal einen Akuma Badai versuchen. Ein Exorzismus. Zieht hier nicht wirklich viel ab, weil er kein Dämonentyp ist. Bei einem Dämonentyp-Monster wäre das wahrscheinlich sehr viel effektiver gewesen. Ich wollte einfach nur mal gesehen haben. So. So, da sind die Goldgenossen vom Feld gefegt. Wir haben einiges an Erfahrungspunkten und Gold gekriegt und unseren Kameraden Kamio befreit. Wir haben dich erwarten lassen, Kamio. Sorry. Aber du scheinst unverletzt zu sein. Das ist wichtig. Die Monster sind alle besiegt. Also du kannst ruhig dich beruhigen. Wir kehren zusammen heim. Auch der Priester macht sich bereits Gedanken. Sieht nicht wirklich glücklich aus. Er verhält sich so komisch. Wurde irgendwas mit ihm gemacht? Haben die Monster ihm was angetan? Nun, ich war hier doch und nun, ich dort an dem Ort und nein, ich muss gehen. Was ist nur in ihn gefahren? Was ist nur sein Problem? Oh, was ist nur passiert, Kurandolein? Wir müssen zunächst erstmal Kamio folgen.
Erst möchte ich aber nochmal gucken, ob ich hier vielleicht die Abwesenheit der Monster nutzen kann, um noch etwas zu plündern. Nee, scheinbar nicht. Ach, guck mal an, ein riesengroßer Schatz. Aber da können wir auch nicht großartig was von stehlen. Ich glaube, ist er jetzt hier hingegangen? Ist er jetzt ganz raus aus der Höhle oder zum Schiff? Können wir mal ganz kurz gucken. Ne, hier ist er anscheinend nicht. Dann ist er wohl zum Schiff zurückgekehrt. Und wir werden ihm nun folgen. So, machen wir hier nochmal die Biege, gehen durch und finden ihn hier hoffentlich auf. Nee, dann ist er tatsächlich zum Goldpalast gegangen. Nehme ich an. Der lag ja im Norden, glaube ich, ne? Hinter der Ranke. Wir haben ja eben sowas gesehen. Die Form. Möchtest du aufbrechen? Nee, will ich nicht. Gut, Kamio wurde scheinbar abgezogen. Ist weg. Ist weg. Seine geistige Kompetenz ist vollkommen absorbiert worden. Gehirn gewaschen wie sonst wer. Ich kann jetzt noch einmal ganz kurz hier hingehen. Und euch zeigen, wo ich vermute, dass wir das nächste Mal hingehen müssen. Dass wir hier um die Ecke und dann dort geradeaus sehen wir ja schon eine Spitze. Das ist wahrscheinlich der besagte Goldpalast von dem Anführer dieser fiesen Kameraden. Da hinten geht's weiter. Aber nicht in dieser Folge, sondern erst in der nächsten. Es tut mir leid, dass ich hier wieder in den Cut setzen muss. Aber alles, was weilt, wird irgendwann auch mal gut werden, liebe Leute. Und so lassen wir das Spiel mal kurz ruhen bis zur nächsten Folge. Und dann machen wir richtig, richtig schön weiter in der nächsten. Und bis dahin könnt ihr nochmal schön kommentieren und liken. Ich freue mich auf euch. Bleibt gesund und munter. Gehabt euch wohl. Und auf Wiedersehen.